Hugo Hoariot, L'Empereur c'est moi. Hugo Hoariot war ein autistisches Kind. Er litt unter dieser Asperger-Krankheit, hat erst sehr spät sprechen gelernt, ich glaube erst mit 6, hat sehr große Schwierigkeiten in Schulen bekommen, wo er natürlich nicht gut integriert wurde. Aber er hat eine sehr liebevolle Mutter, die sich sehr aktiv um ihn gekümmert hat, die immer in seinen Talenten, in sein Genie, denn er ist auch genial, geglaubt hat. Und nach hat er sich wunderbar entwickelt und hat dieses Buch geschrieben. Wir haben gezögert, sollen wir das Buch nominieren oder nicht, weil es kein Roman ist, das ist mehr eine autobiografische Erzählung. Wir haben uns aber dafür entschieden, weil es zuerst fantastisch geschrieben ist, in eine sehr, sehr starke Sprache. Und ich glaube, das Buch muss wirklich unsere Schüler auch und das erwachsene Publikum motivieren.